Sehr schön. Ich hoffe, die wollen nicht nochmal kämpfen, bitte. Nein, wir haben verloren. War es das für uns? Nein, noch nicht. Es gibt noch eine letzte Hoffnung. Genau, unser letzter Ausweg. Ja, es läuft. Nein, die werden doch jetzt nicht etwa Omega... Oh Mann, Alter, ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? Ich hasse euch. Hat es funktioniert? Was? Wer... War es das? Das hat nicht lang gehalten. Wir haben alles gegeben, Blackie. Ja, aber am Ende gab es kein kleines Wunder, Blackosaurus. Du warst eine große Hilfe, Case. Es ist vorbei, wie versprochen. Aber, oh nein, wir wollen nicht mehr kämpfen. Ihr seid die stärkste Kombination, das ist klar. Und zwar 100%ig. Das macht uns zur weltweiten Nummer 2. Das lassen wir uns von niemandem nehmen. Hahaha, bis dann. Die wollen nicht mal... Ey, geh weg! Nein, nein! Oh, ich will doch gerade gar nicht. Nein, ich wollte doch jetzt gar nicht. Mano! Mein Digimon geht jetzt nicht so gut, dass wir jetzt hier einen auf dicke Hose machen können. Naja, gut. Die kriegen wir aber platt. Was? Achso, hallo Jessica! Hab ich gar nicht mitbekommen. War gerade ein bisschen in Panik, dass wir... War der andere, der hier. Dass wir noch gegen Omnimon Zwart kämpfen müssen. Und jetzt? Die tauchen doch nochmal auf, oder? Was hat uns das denn jetzt gebracht? Die haben uns jetzt ja überhaupt nichts gegeben. Die müssen doch einfach nochmal auftauchen. So, der nächste darf auch angreifen. Ist, glaube ich, sogar ein Nahkampfangriff, ne? Wäre super. Ja, er kriegt sogar mehr Schaden dadurch. Mit Heimamimon wäre eigentlich auch was, oder? Eigentlich wäre das auch cool. Was, ihr seid müde? Das will ich ja wohl nicht hören hier. Was ist denn los mit euch? Ja, okay, ihr kriegt der MP-Disc. Oh Gott, ey. Nee, ich geh sie nicht bei Seraphimon füttern. Das ist... Ja, klasse, gedottet. Gedottet sieht man sehr selten. Nee, das ist... Alter, seine Laserstrahls. Das ist mir ein bisschen auf Dauer, glaube ich, ein bisschen zu teuer, glaube ich. Wenn wir da wirklich jedes Mal bei denen... Ja gut, wir haben da auch... Ich hatte doch gerade einen schwierigen Kampf. Ich hatte gerade gegen Blackosaurus und die gekämpft. Es wird nicht mehr schwerer. Ich bin total unkonzentriert. Voll süß. Wieder da trotzdem noch... Alter, der Strahl von dem, ne? Oh, ihr braucht schon wieder MP. Hier, kriegt ihr mal einen halben. Für mich waren das jetzt stark genug starke Kämpfe. Oh, Gott sei Dank ist er tot. Meine Güte. Eine Heilungs-Holodisk. Wir müssen unbedingt normale Heilungsdisken uns kaufen. Gigawatt-Laser. Programm löschen. Oh, cool. Nein. Okay. Warum sagst du das, Jessica? Ich hab so Angst. Wer ist verletzt? Oh, schon wieder verletzt, ey. Ich glaub's nicht, du. Hast du das aber nötig, du. So, Wo kamen wir denn jetzt? Nicht von da an, okay. Wir kamen nicht von da an, also müssen wir nach da an. Ich hoffe, das Metall-Mamimon will nicht kämpfen. Wobei wir jetzt echt zwei sehr coole Attacken... Toll, dass das euch Spaß macht, mir Angst zu machen. Programm löschen. Startet ein Löschprogramm, das digitale Monster aus dem Inneren heraus zerstört. Cool, wir haben jetzt auch starke... Wir haben fast alle Metalltechniken, ey. Das ist schon geil. Wir brauchen unbedingt einen Maschinendramon als nächstes. Ich will unbedingt einen Maschinen... Wir machen als nächstes einen Maschinendramon. Hallo, Geradax. Warst du nicht schon mal beim Livestream?
Livestream vor allem. Gute Aussprache. Ich war auf einer Sprachschule, da habe ich Livestream gelernt. Das war vielleicht keine gute Alter. Was ist denn hier los? Sprachfehler.com? Was? Noch nicht mal mit Max Dad? Was? Ernsthaft? Oh Gott. Ich hab so Angst. Okay, da vorne ist ein... Was ist denn das da vorne? Was ist das da? Was ist es? Was macht es? So, okay, das Metall-Sidramon... Okay, ich komm da gar nicht lang. Warte. Lass das Varus-Sidramon mal da rumstehen. So, jetzt gehen wir schnell zu den da hinten. Hallo. Hey, was geht? Bist du ein Mensch? Ich habe dich noch nie gesehen. Wieso bist du hier? Ich will's dir erklären. Ich wurde von einem anderen Menschen besiegt und bin dann hier gelandet. Vielleicht ist der Mensch tief in diesem Gebiet. Du würdest sie hingehen, oder? Alter, ist das anstrengend. Dann haben wir beide dasselbe Ziel. Aber ich kann nicht einfach glauben, was du da erzielst. Wie so ein Chinese, der keine R's reden kann. Ah ja, stimmt. Gut, dass du es sagst, Christopher. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wenn du die Wahrheit sagst, muss ich dich testen. Im Kampf. Lass mich doch mal in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Ich bin gespannt, ob wir den ohne Echse platt machen können. Wir machen hier ziemlich harte Kämpfe. Muss ich ja mal sagen. Okay, der ist jetzt aber nicht ganz so stark. Er macht aber irgendein Tornado auf uns. Das ist nicht so... Toll, das war jetzt doch ein bisschen stark. Böse Walking, ja gut. Es war schon ein bisschen unter der Gürtellinie, ne? hallo Kevin. Das war viel zu früh. So wäre das nichts, mein Freund. So wäre das schon eher was. So, einmal ganz kurz. Ja, dreh dich von mir aus. So, eine Echse können sie nicht machen, aber wir machen gemeinsam eine Streichelattacke. Also wir bringen die jetzt beide gleichzeitig um. Also ne, ihr wisst, was ich meine. Meine Güte. Gut, den machen wir aber gar nicht mal so wenig fertig. Der hat nur selten eine Chance gegen uns. Finde ich gut. Mit wem? Mit Bolt Botamon? Wer ist Bolt Botamon? Ich weiß noch nicht mal, wer Bolt Botamon ist. Neue Technik? Giftkatastrophe gelernt. Alter, wir lernen hier jetzt gerade echt viele Techniken. Das ist cool. Ich verstehe, du lügst nicht. Ich bin hier geblieben, um nochmal gegen diesen anderen Menschen zu kämpfen. Aber ich fühle mich nach dem Kampf mit dir so erholt. Vielleicht sehe ich mir mal Flotane an. Meine Güte. Das war einfach. Den haben wir es aber gezeigt. Der hat sich gewundert. Damit hat er selbst nicht gerechnet. Also ich vor allem. Damit habe ich vor allem nicht gerechnet. So, da unten geht's weiter. Mal sehen, ob wir am Blumen-Meramon vorbeikommen. Einfach mal so ein bisschen schleichen. Bolt Botamon, den kenne ich über. Echt, DLC-Quest? Bolt Botamon? Sagt mir ja nichts. Okay, Datamon, ja, den kenne ich hier sogar auch noch. Oh, da vorne ist, müssen wir den nicht den Brief von Stingimon geben? Nein, red mich nicht. Wer bist du? Was willst du? Ich habe einen Brief von Stingmon. Ja, schön. Ein Vampirpirat. Wirklich. Was? Was war das? Oh Gott. Warum müsst ihr mir immer so Angst machen? Warum kommt ihr mit so Digimons, die mir so richtig Angst machen? Ein Brief von Stingmon. Lass sehen. Dieser Kerl. Ich liebe ihn.
Hey, was schaust du so? Ich weine nicht. Du weinst. Ich bin in den Unendlichkeitskessel gekommen und habe bei meiner Erkundung die Zeit aus den Augen verloren. Ich habe meinen Freund vergessen, der sich Sorgen um mich macht. Also, ich hab's vermasselt. Ich muss Dingmon dafür danken, dass er an mich gedacht hat. Und ich habe lange kein Sonnenlicht mehr gesehen. Ich gehe in die Stadt. Stingmon wartet dort auf mich. Ich überlasse dir die Erforschung dieses Gebietes. Schön, haben wir den jetzt auch in die Stadt geholt. Und ich laufe weg. Ah, es ist ein riesiges Datamon, was uns töten will. Ein riesiges Datamon will uns töten. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es überlebt. Das riesige Datamon hat uns nichts getan. Was, Urlaub? Ich will auch Urlaub. Ach nee, warte, ich hatte Urlaub. Verdammt, ich will noch mehr Urlaub. Wo geht's denn hin in den Urlaub, wenn du schreibst, dass du in den auf dem Weg in den Urlaub bist? Ah, Datamon, nein, das will mich töten. Wenn du schreibst, dass du auf dem Weg in den Urlaub bist, wo geht's denn hin in den Urlaub? Ich will auch in den Urlaub. Ich mache jetzt auch einfach Urlaub. Weißt du was? Ich mache jetzt Urlaub. Ciao. Okay, wen haben wir jetzt hier noch? Wie geht's unseren Digimon eigentlich? So, jetzt einfach mal so von Frau zu Frau. Ja, lebt fast wieder. Ja. Bis auf das MP haben wir hier echt... Läuft's eigentlich echt gut. Oh, Lady Devimon. Habe ich Bock auf Lady Devimon? Sakuyamon wäre, glaube ich... Oh, Lady Devimon oder Sakuyamon? Mit wem fangen wir an? Lady Devimon? Sakuyamon. Lady Devimon? Ah, Lady Devimon, oder? Ach komm, wir machen Lady Devimon. Wenn sie in die Stadt kommt, dann können wir uns eine sexy Mastermon machen. Hallo Black Listerio. Ach ja, genau, Black Listerio mit Black Mysterio. Bereit? Ja, bereit würde ich das nicht nennen. Oh, das tut mir leid, dass du 3 Wochen zum Strand am Montenegro musst. Oh Mann. Oh, das tut mir echt leid, Yoketo. Also das ist wirklich... Ja, alter Schwäche tot kann sogar echt passieren. Titamon sieht so ein bisschen nicht gut aus. Sakuyamon zerstört dich. Sakuyamon zerstört mich. Okay, wir reden. Warte, noch mal ganz kurz gucken. Warte, die will bestimmt kämpfen. Wir haben keine Echse mehr, ne? Ich gehe hier rein ohne Echse und alles noch. Das ist. Ich bin ein mutiger Büppel. Okay. Uns geht's gut, okay. Ich hab Schiss. Hallo Lady Devimon. Na, hallöchen. Geiles Profil. Nun, wen haben wir denn hier? Menschenkind. Bist du den ganzen weiten Weg gekommen, nur um mich zu sehen? Nun mal ganz ruhig. Ich hab kein Interesse an einem Kampf. Oh Gott sei Dank. Willst du nicht erst hören, was ich zu sagen habe? Was? Achso, deine Augen sind da oben. Entschuldigung, ich bin auf anderer Höhe mit meinem Gesicht. Kommst du in die Stadt, wenn ich zuhöre? Meine Güte, du kommst schnell zur Sache, nicht? Oh ja. Der junge Shoma hat mich einst dasselbe gefragt, weißt du? Hä? Er war nur nicht ganz mein Typ. Ich habe mich ein bisschen geziert und er ist einfach ohne ein Wort gegangen. Ich bin gerne ungebunden, weißt du? Ich mach worauf und wie ich Lust habe. Lass mich überlegen. Gerade habe ich Lust, hier wegzukommen und ein bisschen Spaß zu haben. Oh ja, deine Stadt klingt da eigentlich gar nicht schlecht. Ich werde trotzdem nichts tun, was ich nervig oder langweilig finde. Wenn ich meinen eigenen Laden führen kann, gebe ich dem Ganzen vielleicht eine Chance. Ist das ein Versprechen, Kind? Ja, klappt schon. Sieh an. Keine Angst. Ich habe keine Lust auf einen eigenen Laden. Ich wollte nur sehen, wie du reagierst. Und daran messen, wie interessant deine Stadt ist. Natürlich könnte es trotzdem passieren, dass ich ein paar hübsche Läden übernehme, weißt du? Schau ruhig mal vorbei. Oh ja, und wie ich vorbeischauen werde. Schön, wir haben Lady Devimon in die Stadt bekommen. Mir wurde schon Angst gemacht von dem Black War Wall. Ich kratze mich am Bart. Okay, wir schleichen uns an Black Wargwormon vorbei. Wir tun einfach so, als wären wir ein Baum. Damit rechnet Black Wargwormon bestimmt nicht. Ah! Okay, wir haben es geschafft.
Echt, ihr eröffnet ein Bordell? Ja, das ist ja, dann fehlt ja Sakuyamon nur noch. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass wir das alles ohne Exe durchziehen. Oh, hallo. Du kommst zu einem guten Zeitpunkt. Ich heiße Sakuyamon. Ich bin zum ersten Mal seit Jahrhunderten erwacht und leider etwas durcheinander. Hey, willkommen in meiner Welt. Ich wollte zu einem Ort namens Flutane. Könntest du mir den Weg dorthin zeigen? Das ist Taomons Tao-Amulett, nicht wahr? Mach das doch mal auf und dann... BOOM! Ich kriege es leider nicht auf. Ach wirklich? Nun gut, dann frage ich das Mon eben selber. Hallo? Hörst du mich? Hey, warte. Wie unhöflich. Taomon. Was? Eine Erklärung? Na schön. Ich fürchte, die ist wohl notwendig. Na gut, ich finde meinen Weg schon selbst. Warum will sie denn jetzt kämpfen? Na, klasse. Okay. Die machen wir platt. Die wird sich wundern, wie wir sie platt machen. Erstaunlich viel Damage. Aber wir auch. Irgendwann. Irgendwann machen wir auch erstaunlich viel Damage. Ich werfe einfach mal eine große Heilungsdisk in den Raum. Und gleich noch eine große Heilungsdisk. Oh, das war ein bisschen zu früh. Und noch eine große Heilungsdisk. Einfach mal so, weil wir es können. Und noch eine große Heilungsdisk. Was? Warum schreiben alle RIP? Ihr werdet euch wundern. Ich werfe mal eine Superheilungsdisk in den Raum, ne? So, jetzt wird sie platt gemacht. Was sieht schlecht aus? Warum sieht schlecht aus? Hallo, sieht doch gut aus. Wir haben ja doch schon gar nicht mal wenig abgezogen. Klar, unser eine ist jetzt ein bisschen... So, geht's los? Oder geht's los? Auf los geht's los. Jetzt geht's los. Dass ihr nicht an mich glaubt, tut mir echt weh. Das tut mir so im Herzen weh. Mein Herz, es ist gebrochen. Scheiße. Amethyst-Mandala. Oh, siehst du das? Amethyst-Mandala. Alter, geblockt, Alter. Ich sag's dir. Naja, vielleicht nicht gerade geblockt, aber... Naja. Ich hab grad nichts. Ja, weiß nicht. So, das sieht schon gar nicht mal schlecht aus. So, wie sieht's aus? Eine große Heilungsdisk kann ich euch mal in den Rachen werfen. Das war irgendwie sehr schlecht reagiert, aber ich bin halt nicht der Profi dafür. Okay, wir müssen eindeutig mal Examon mal wieder was Großes in den Hals werfen. Hier, kannst du was Großes haben. Das denkt sich Sakuyamon auch gerade, sie möchte auch gerne mal wieder was Großes haben. Ja, das war ein bisschen spät, aber egal. Eine große Heilungsdisk-Eimer. Eine große MP-Disk-Eimer. Aha. Get down. So, kurz gucken. Eine große Heilung, eine super Heilungsdisk mal kurz in den Rachen werfen. So, jetzt müssen wir nur noch schnell... Okay, ich mach, dass er normal angreift. Ich mach, dass sie normal angreift. Dass er normal angreift, nicht sie. Weil Examon kommt überhaupt nicht mit seinen Befehlspunkten nach. Bevor ich mir jetzt hier irgendwas verbaue. Wieso immer perverser? Hä? Was habe ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt gesagt? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Mist, ein bisschen.
So, ah Mann, warum kriegt er keine Befehlskraft? Hier kriegst du mal erstmal das hier. Das hat ihn erstmal jetzt ausgehauen. Und wir haben ein so ein Ding verschwendet. Mist. Wir versuchen es erstmal mit einer Rectis. Das hat sich ja richtig gelohnt mit der Rectis, wa? Meine Güte, der ist ja richtig aufgestanden davon. Meine super Rectis. Mir doch wurscht. So, und gleich für Examon eine Super Disc. So, jetzt sind wir wieder in the game. Jetzt sind wir wieder in the game. Erledigt. Sehr schön. Und ihr sagt, ich schaff das nicht. Alter, und ihr sagt, ich schaff das nicht. Ich hab die so platt gemacht.